Ich frag nicht, wie es Ihnen geht, weil ich es weiß. Nein, Mann. Sie wissen's nicht. Kann ich Ihnen einige Fragen stellen, Ressus? Oh, Fragen? Jetzt? Wissen Sie was? Ich erinnere mich nicht, dass Sie damals Fragen stellten. Sie fragten niemals, hast du sie getötet? Nein. Bitte. Ich möchte versuchen, das richtig zu stellen. Deshalb möchte ich Sie bitten, mir nochmal zu erzählen, was an diesem Abend in der La Zona Rossa passiert ist. Bitte. Sie hat da gearbeitet. Sie hat mir gefallen. Gleich auf Anhieb hat sie mir gefallen. Ich wusste, sie war die Richtige. Ich wusste es auf den ersten Blick. Sie marschierte in so einem kleinen Kreis rum, machte einen auf süß und sexy. Hör zu, ich weiß nicht, wie das hier läuft. Ich habe keine Ahnung. Ist schon okay. Willst du einen Tanz? Ja, ich will einen Tanz. Ich kann bloß für dich tanzen. Ich habe gesagt, ja, tanz für mich. Dann haben wir uns unterhalten. Und wissen Sie, was sie gesagt hat? Ich kann mit ihr nach Hause kommen. Was willst du dafür haben? Für gewöhnlich kostet es 2000, aber für dich 400, weil du sexy bist. Und sie war gut, Mann, also sagte ich ja. Aber umgebracht habe ich sie nicht. Ja, okay, aber sie sagten, da war doch noch ein anderer, nicht wahr? Ja, sie redete mit ihm. Aber dann kam sie wieder zu mir. Okay. Ich möchte, dass Sie sich ein paar Bilder ansehen. Und ich möchte, dass Sie mir sagen, ob der andere aus dem Club dabei ist. Sagen Sie mir, war es dieser Mann? Nein. Was ist mit dem hier, Jesus? War es dieser Mann? Uh-uh. Okay, lassen Sie sich Zeit. Ja, hier, was ist mit dem hier? Ist das der andere Kerl, der an diesem Abend im Club war?